Also, mach's dir bequem. Du kannst dich anlehnen oder aufrecht sitzen, wie es für dich passt. Wichtig ist, finde einen Platz, wo du so für die nächsten 5 bis 10 Minuten einfach gut und bequem sitzen kannst. Und spür deinen Körper, spür, wo deine Füße stehen, wo deine Hände liegen, wo du den Stuhl berührst, wie du ein- und ausatmest. Und Bewusstsein ist in deinem Körper. Ganz automatisch, mühelos ist Bewusstsein in deinem Körper. Und interessanterweise ist Bewusstsein auch um dich herum. Vor dir, hinter dir, links, rechts, über dir. Bewusstsein ist nicht nur in dir, sondern auch um dich herum. Und wenn jetzt Sternenhimmel wäre, dann geht das Bewusstsein bis zur Milchstraße, sogar darüber hinaus, ganz mühelos. Also Bewusstsein ist in dir und um dich herum. Alles erscheint in deinem Bewusstseinsfeld. In diesem Bewusstseinsfeld. Dein Körper. Dein Atem. Meine Stimme. Deine Gedanken. Und alles ist eingeladen, sich in dieses weite Feld des Bewusstseins zu entspannen. Deine Gedanken sind eingeladen, sich zu entspannen. In und aus dieses weite Feld des Bewusstseins. Deine Emotionen. Und auch, falls du Verspannungen hast im Körper, auch diese sind eingeladen, sich zu entspannen in und aus das weite Feld des Bewusstseins. Und falls sich alles bei dir entspannt hat ins weite Feld des Bewusstseins, fantastisch, dann genieß einfach das weite Feld des Bewusstseins. Und falls irgendwas übrig geblieben ist, was sich nicht entspannt hat, auch fantastisch. Finde, falls was übrig geblieben ist, finde den Ort, also lokalisiere es. Wo ist es? Ist es innerhalb deines Körpers oder außerhalb deines Körpers? Was auch immer das ist, ob das ein Gedanke ist, eine Emotion oder eine Verspannung oder irgendeine Energie. Ist sie innerhalb oder außerhalb deines Körpers? Welche Größe und Form hat diese Struktur? Wie viel Raum nimmt es ein? Spür hin und hindurch. Und welche Eigenschaft nimmst du dort wahr? Ist es flüssig oder fest? Gasförmig? Und du bist dir dieser Struktur, dieser Energie bewusst, richtig? Finde das Ich. Von wo aus bist du dir dessen bewusst? Ist dieses Ich innerhalb deines Körpers oder außerhalb deines Körpers? Welche Größe und Form hat dieses Ich? Wie viel Raum nimmt es ein? Und spür auch da hin und hindurch. Ist es eher luftig, flüssig oder fest? Welche Konsistenz hat dieses Ich? Und zoom dich gerne
durch dieses Ich hin und hindurch, erlebt das Ich von innen. Und das, was du jetzt spürst, ist eingeladen, sich zu öffnen und zu entspannen und zu lösen in und als das weite Feld des Bewusstseins, das überall ist. Und auch das weite Feld des Bewusstseins ist eingeladen, sich in diesen Ort, in diese Energie, in diese Empfindung hinein zu öffnen und zu entspannen und zu lösen. Und das, was du dort spürst, ist auch eingeladen, plupp, zu sich selbst zu erwachen. Als Bewusstsein, also zu erkennen, dass es schon immer Bewusstsein war. Wie auch immer die Integration geschehen mag, lass es geschehen, dieses sich öffnen, dieses Entspannen und sich lösen. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu der ersten Empfindung. Ist sie noch genau gleich oder anders? Spür erneut hin und hindurch. Zoom dich hin und hindurch. Erlebe diese Empfindung von innen. Welche Eigenschaft nimmst du jetzt dort wahr? Welche Konsistenz? Und das, was du jetzt spürst, ist auch eingeladen, sich zu öffnen, zu entspannen und zu lösen, in und als das weite Feld des Bewusstseins. Und auch das weite Feld des Bewusstseins, also du als das weite Feld des Bewusstseins, bist eingeladen, dich in diese Location hinein zu öffnen und zu entspannen und zu lösen. Und dieser Empfindung an diesem Ort ist auch eingeladen, blub, zu sich selbst zu erwachen und zu erkennen, dass es schon immer Bewusstsein war. Wie auch immer die Integration geschehen mag, lass es geschehen, dieses sich öffnen, dieses Entspannen und sich lösen, in und als das weite Feld des Bewusstseins, das überall ist, in dir und um dich herum. Und wenn es dir gelingt, dieses weite Feld des Bewusstseins einfach zu genießen, zu sein, dieses weite Feld des Bewusstseins
als deine Heimat zu empfinden. Gut. Und falls sich wieder eine Struktur zeigt, ob das ein Gedanke ist oder eine Emotion oder was auch immer, alles ist eingeladen, sich zu öffnen und zu entspannen, zu lösen, in und als dieses weite Feld des Bewusstseins. Und falls sich etwas noch nicht löst, entspannt und integriert, spür an dieser Stelle hin und hindurch. Erforsche das, erforsche diese Struktur. Spür hin und hindurch. Erforsche die Konsistenz. Und von wo aus bist du dir dessen bewusst? Von wo aus erfolgt die Wahrnehmung? Wo ist das Ich? Wo ist die Beobachterstelle? Innerhalb oder außerhalb deines Körpers? Welche Größe und Form hat diese Beobachterstelle, dieses Ich? Spür hin und hindurch. Welche Konsistenz? Weich, flüssig oder fest? Zoom dich hin und hindurch. Erlebe diese Stelle, diese Energie von innen. Und das, was du jetzt spürst, ist eingeladen, sich zu öffnen, zu entspannen und zu lösen in und als das weite Feld des Bewusstseins, das überall ist. Und auch du als das weite Feld des Bewusstseins bist eingeladen, dich in diese Empfindung hinein zu öffnen und zu entspannen und zu lösen. Und das, was du dort spürst, ist auch eingeladen, blub, zu sich selbst zu erwachen. Als Bewusstsein, was es schon immer war. Welche Integration auch immer da geschehen, von alleine geschehen mag, lass es geschehen. Und geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zur Ausgangsempfindung. Ist sie noch genau gleich oder anders? Spür erneut hin und hindurch. Zoom dich hin und hindurch. Erlebe es von innen. Und nimm wahr, was passiert, wenn das, was du jetzt spürst, auch eingeladen ist, sich zu öffnen, zu entspannen und zu lösen, in und als das weite Feld des Bewusstseins. Das über alles. Und auch du als das weite Feld des Bewusstseins bist eingeladen, dich in diese Empfindung hinein, dich hinein zu öffnen und zu entspannen und zu lösen. Und die Empfindung ist auch eingeladen, blub, zu sich selbst zu erwachen, als Bewusstsein. Und es kann gut sein, dass heute Nacht in Schlaf und Traum dieser Prozess von alleine weiter geschieht.
dass Strukturen sich zeigen, sich öffnen, entspannen und lösen. In und als das weite Feld des Bewusstseins. Mit dieser Gewissheit orientiere dich auch wieder hier in dem Raum. Spür, wo deine Hände liegen, wie du ein- und ausatmest. Mach wieder erste Bewegungen und so und öffne auch in deinem Tempo wieder die Augen.